Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Letztes Mal haben wir unser Rasaf bekommen und es gleich erlöst. Und ja, es hat ein paar geile Attacken gelernt. Und zwar, was ist denn eigentlich das Wesen? Hitzig? Weiß ich jetzt gar nicht, was hitzig bewirkt. Ich glaube aber, es ist nicht so krass gut. Was hat es verhindert? Einschlafen ist die Fähigkeit, Munterkeit. Gut, hat eine schnelle Initiative und wir haben halt eben auch sehr geile Attacken, Kreuzhieb. Und dann habe ich ihm noch am Ende der Folge eben Erdbeben gelernt. Und ich finde das halt ziemlich gut. Rasaf wird auf jeden Fall ein Ultra-Pokémon sein im Laufe der Story jetzt noch. So. Und wie geht es jetzt weiter? Und zwar haben wir erfahren, dass Herr Opulus wohl doch einer von den Bösen ist. Was aber schon fast, klar war. Wir haben es ja auch schon öfter mal angedeutet bekommen. Auch schon im Krabbi-Club von dieser Person an der Bar oben. Aber ja, gut. Und andererseits war es ja klar, weil eben auch, wie gesagt, warum sollte so eine Person einfach im Spiel vorkommen, ohne eine große Rolle zu haben und vor allem nicht am Anfang und dann interessiert sie weiter nicht. Das wäre schon ziemlich komisch. So, und da ist doch schon irgendwas Spezielles? Nee. Nee, oder? Leute, was ist das? Das ist doch dieses umgebaute Kyokre, oder? Aber 100 Pro. Aber 100 Pro. Das gucken wir uns gleich mal an. Schauen wir doch am besten mal hier im Laden vorbei. Bei unserem Kollegen. Jo Daniel, große Neuigkeiten. Riesengroße Neuigkeiten. Dieses Robo-Kyokre, von dem ich dir erzählte, ist endlich fertig. Als Opa einen Plan ausgearbeitet hatte und anfing, ihn umzusetzen, kam eine hammermäßige Rakete dabei raus. Komm her und sieh es dir an und hör Opa gut zu. Da war es doch klar. Das war auch irgendwie so total klar, dass Dr. Abacus uns noch irgendwie dazu beitragen wird, dass das was Größeres wird. Und das ist halt eben dieses Kyokre geworden. So, Altwart. Erstmal vielen Dank, dass du so fleißig weitergeforscht hast und weitergebastelt hast an diesem Kyokre. Und ja, schauen wir mal. Wie Junk schon sagte, haben wir das Robo-Kyokre repariert. Ein wahres Meisterstück, hm? Stimmt was nicht? Worum geht's denn? Ich müsste mal irgendwo raus aufs Meer fahren, denn Herr Opulus ist ein fieser Schurke und ich möchte ihn stellen. Starker Tobak, in der Tat. Du meinst, das Krypto High Quali ist auf der Insel Obscura? Und da willst du jetzt hin? Genau, da möchte ich hin. Ich wusste zwar nicht mehr, dass es Obscura heißt, aber ist ja egal. Ja, Obscura. Genau, das meinte ich. Die Insel Obscura. Kein Wunder, dass keiner die Kryptobasis finden konnte. Ja, ich denke auch, dass Opulus die Leute so ein bisschen um den Finger gewickelt hat und so ein bisschen benebelt hat, dass die nichts gemerkt haben von dem Transport und so weiter und so fort. Die Strömungen dort sind tückisch und es wehen immer starke Winde. Da kommt man weder zu Wasser noch zu Luft ran. Naja, nehmen wir einfach unser Shiggy. Oh verdammt, wir haben ja gar keins. Naja gut, dann halt eben nicht. Ja, aber ich denke mal auch, dass das XD-001 damit was zu tun hat, mit den Stürmen. Also das Lugia, ne, denn wir wissen ja bekanntlich, Lugia auf einer Insel, Sturm und so weiter, Pokémon Gold, ihr wisst schon. Junk, so war das vielleicht bis heute, aber jetzt
sieht die Sache anders aus. Ich weiß, was du meinst, Opa. Das Robokurokre, stimmt's? Ganz genau, Junk. Unser Robokurokre ist in der Lage, die Insel Obscura zu erreichen. Also gut, machen wir das Robokurokre bereit für Daniel. Komm, Junk. Ei, ei, Captain. Seit wann sagt der Ei, ei, Captain? Der müsste eher sagen, yo, alles klar, machen wir das. Aber naja, gut, egal. Passt schon. Eine Nachricht? Okay, lesen wir doch gleich mal. Besuch mich im Labor, Klein. Hi Daniel, offenbar erreicht der Kampf gegen Team Krypto eine kritische Phase, deshalb möchte ich dir etwas geben. Es dürfte von großem Nutzen sein. Bitte komm in das Erdgeschoss des Labors. Okay, wir sollen noch mal kurz vorher bei Klein vorbeischauen. Das werden wir direkt machen, aber wir wurden gerade aufgehalten. Ah, da bist du ja. Hier rüber. Drüben am Pier. Das ist das Robokurokre. Ist dieses Baby nicht umwerfend? Es ist getankt und abfahrbereit. Du kannst sofort aufbrechen, wenn du willst. Noch nicht ganz, denn wir sollen nochmal zu Klein gehen. Also machen wir das auch. Ich meine, er hat uns extra darum gebeten. Also muss es doch ziemlich wichtig sein, oder? So, und wir sind ja gleich in der Gegend. Wir sind fast in der Nähe. Das sind ein paar Meter. Kann man sogar zu Fuß gehen. Aber wir sind zu faul dazu, deswegen nehmen wir unser Bike dafür. So, dann gehen wir mal in die Abteilung vom Professor. Müsste doch hier links sein, oder? Ja, da sind wir richtig. Und was hast du uns zu melden? Hi Daniel, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir etwas geben, Daniel. Folge mir bitte. Okay. Was hast du denn da, Schönes? Ein Geheimgang? Alles klar. Haha. Habe ich dich erschreckt? Na, folge mir jetzt bitte. Okay. Damit rechnet irgendwie keiner, aber ja, gut. Wenn sonst nichts ist, einfach mal so eben unterm Boden so eine geheime Treppe. Alles klar. Daniel hier drüben. Komm bitte her. Wahrscheinlich sperrt er mich jetzt hier ein und es stellt sich raus, dass er auch von Typ Krypto ist. Nee, wahrscheinlich nicht. So. Dein Kampf gegen Typ Krypto ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich denke, diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. Daniel, hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Na los, öffne die Kiste da und nimm dir, was du darin findest. Okay. Ich bin sehr gespannt. Und? Daniel findet ein Meisterball. Oha. Oha. Damit können wir jedes Pokémon fangen, das wir wollen. Aber wir haben halt nur einen. Deswegen funktioniert das nur einmal. Du solltest ihn wirklich erst dann verwenden, wenn du dir absolut sicher bist. Also nicht locker lassen. Ja, das ist jetzt die Frage. Können wir XD001 damit vielleicht fangen? Das wäre wohl die einzige Möglichkeit, es zu bändigen, denn wir haben ja mitbekommen, dass es schwer ist, das XD001 zu bändigen. Schauen wir mal. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unserem Team? Was haben wir jetzt da eigentlich drin? Ich weiß es gar nicht. Rasaf, Natu, okay, okay. Ja, passt, okay. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich brauche einen EP-Teiler. Der müsste aber noch in der Box sein. Ne? Und deswegen müssen wir jetzt nochmal kurz hier hoch zum PC, weil wir müssen das Natu so ein bisschen irgendwie hochleveln. Item-Lagerungssystem nehmen. So, dann was willst du? Na okay, nee, dann halt nicht. Ich verstehe dieses Item-Lagerungssystem immer noch nicht so richtig, was das überhaupt soll. Aber gut, das habe ich noch nie so richtig verstanden. So, weil man kann so viele Items mitnehmen, wie man will. Deswegen macht das wenig Sinn. So. Bericht nehmen. Nein, warte, wo war denn jetzt das Item? Da war der EP-Teiler. Können wir den einfach so nehmen vielleicht? Dann halt nicht. Dann müssen wir es halt kurz ins Team nehmen. Das haben wir gleich.
Das haben wir gleich, habe ich gesagt. Das haben wir. Ja. Tauschen. So, ich nehme gleich das NATO wieder mit rein. Oder sollen wir das Teddy Ursa drin lassen? Aber es wäre eigentlich sinnvoll, hier mal so ein anderes Pokémon mit reinzunehmen ins Team. Wie sieht denn das eigentlich aus mit... Ja, die Initiative war nicht so gut. Ja, ist alles so ein bisschen ausgeglichen, mehr oder weniger, ne? Ich hätte aber gerne ein anderes Psycho-Pokémon. So ein cooleres irgendwie. Aber welches weiß ich halt auch nicht. Wir haben halt nicht so geile Pokémon jetzt hier. Natürlich Fukano halt, ne? Das wäre so eine Sache. Hier, was ist mit dem Hypno-Bericht? Das ist halt auch lahm wie eine Ente, ne? Aber vielleicht ist das ein Tick besser und wir müssen es halt auch nicht mehr leveln. Andererseits können wir... Ja, wir nehmen das mit. Aber warte, wir müssen ja jetzt erstmal unseren EP-Teiler wieder nehmen vom Teddy Ursa. Items. So. Nein, nicht Items. Ach, das ist ja alles so umständlich. So, aber das ist in den neuen Pokémon-Teilen auf jeden Fall besser. Da haben sie auf jeden Fall einiges dran verändert. Das ist auch gut so. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir Pokémon Ultra Sonne oder Pokémon Ultra Mond oder sowas spielen sollten. Da hätte ich auch ziemlich Bock drauf. Ich weiß jetzt noch gar nicht, welches Release-Date es hat. Muss ich mich mal schlau machen. Vielleicht können wir das ja auch noch mit irgendwie ins Projekt, also in die Liste mit reinnehmen. Da muss ich schauen. So, nehmen wir wieder das NATO mit. So. Ja, stimmt ja, das entwickelt sich ja auch nochmal. Und dann wird es ja auch nochmal einen Tick besser, denke ich. Das Ursaring können wir mal so als Joker. Vielleicht nehmen wir ja das irgendwann mal wieder, ne? So, und das Magnane. Ja, lassen wir es so. Komm, passt schon. So. Also erlösen werde ich sie nicht mehr alle. Dafür habe ich nicht die Zeit. Ich werde... Ja, den Duellturm werde ich mir vorknöpfen. Aber da müssen wir gucken. Also den Duellturm, es kann sein, dass ich das auch erst später irgendwann mache. Es kommt halt wirklich drauf an, wie stressig es wird mit den anderen Projekten, die ich da noch mit reinnehmen will. Und die will ich unbedingt mit reinnehmen. Und das sind halt so Sachen hier, die sind ein bisschen Nebensache. Die tragen nicht so wirklich zur Story bei. Und es wird wahrscheinlich auch eher nach der Story passieren, dass ich das mache, ne? Von daher, müssen wir schauen, ob ich das dann wirklich noch mit reinnehme. Jetzt zumindest macht es nicht so viel Sinn. EP-Teiler geben. Aber ich will es auf jeden Fall noch machen. Aber ob ich es direkt mache, weiß ich halt nicht. Genauso bei Splatoon, die Amiibo-Quests, da muss ich mir auch nochmal überlegen. Weil ich habe erfahren, das brauchen wir hier jetzt nicht zu klären. Wir spielen hier Pokémon, also von daher. Okay. So, dann benutzen wir doch mal den Düsenchat. Warte mal, mit Junk haben wir noch gar nicht geredet, ne? Reden wir nochmal mit Junk. Keiner weiß, was dich auf der Insel Obscura erwartet. Pass gut auf dich. Wenn es zu gefährlich wird, dann komm sofort zurück. Verstanden? Übertreib's es nicht. Ach ja, ich glaube, der Itemshop hat neue Artikel in sein Sortiment aufgenommen. Fülle deine Vorräte auf, bevor du fährst. Haben wir überhaupt Geld? Hä? Von wegen neue Sortimentvorräte, dies, das. Also, weißt du, was wir jetzt machen? Donnerblitz. Können wir das... Ich will mal was gucken kurz. Ob wir das einem coolen Pokémon irgendwie beibringen können. Zum Beispiel Razaf. Aber Razaf macht wenig Sinn. Ja, bei Razaf macht er echt keinen Sinn, weil... Es ist eben auf Angriff getrimmt und Spezialangriff-Attacken dann lernen wäre nicht so schlau. Kugelsaat. Psychokinese. Flammenwurf. Gucken wir mal bei Flammenwurf. So, wie sieht's aus? Flammenwurf. Hundemann. Ja, braucht man nicht. Ja, und jetzt wäre halt noch Psychokinese. Aber wir haben nur einen Psychokinese. Und das will ich jetzt noch nicht machen. Also erstmal... Na, wo ist er? Ordnen. Habe ich jetzt... Habe ich, oder?
Ich habe den EP-Teiler. Ja, habe ich. Okay, passt, passt, passt. Alles cool. Dann lass uns doch mal mit dem Düsenjet-Mobil hier mit dem Robokurokre ein bisschen fahren. So, Kurokre. Dann gib mal Vollgas. Gummi. Biu. Okay, übertreiben wir mal nicht. So, da sind wir auch schon. Die Magma-Insel, oder wie auch immer sie heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Ist egal. Ist auch nicht so wichtig. Oh. Ach, du heilige Scheiße. Herr Opolos. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wie viele Seemänner hast du hier angestellt? Alter, hast du die benebelt. Alter. Dein Ernst? Hey, wir sind doch alle aus demselben Boot, also du verstehst schon Knoten und so. Hey du, das Ding, das du da fährst, ist echt cool. Ich glaube, ich habe dich schon mal irgendwo getroffen, aber wen kümmert's? Was mich kümmert, ist die Tatsache, dass du dich hier ohne Erlaubnis rumdrückst. Ich hab doch gesagt, wir sind aus demselben Boot. Also wenn du willst, kannst du auch mein Krypto, mein Kyokre-Boot dies Dingens da auch haben. Und wir schieben den Kampf auf irgendwann später, so in 10 Jahren oder so. Nee, das war nur Spaß. Ich mach dich natürlich fertig. Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Okay, Kreputak und Philippa. Na dann, ich glaube, wir haben so gut wie gewonnen. So, dann Gigasauger auf Kributak und Donnerschock auf Pilipa. Dann viel Spaß, mein Freund. Also wenn du das überlebst, dann weiß ich's auch nicht. Das war nämlich doppelt effektiv gegen Flug und Wasser. Und ja, ich denke auch, der Gigasauger sollte ordentlich Schaden machen. Ist zwar nicht ganz so stark wie Donnerschock, es könnte sein, dass das Kreputak es überlebt. Aber ich denke mal nicht, das wäre schon ziemlich komisch. So, dann tschüss, Kreputak. Na gut, so. Na gut, Mantarochen, damit werden wir auch fertig. Der hat ja übrigens immer so ein Remoraid unten dran hängen. Ne? Remoraid ist so ein Riesenschmarotzer und ziemlich faul. Schwimmt nicht sehr gerne, deswegen lässt sich's immer mitziehen von diesem Mantarochen. Aber das nur so nebenbei, das ist so ein kleines... Ja, so ein kleines Detail, wo man da eben sehen kann, ne? Habt ihr ja gesehen, dass da unten diesen Fisch da, dieses Remoraid, das müsste... Ist doch ein Remoraid, oder? Nicht, dass ich hier Scheiße laber, aber gut. Entoron ist ein Krypto-Pokémon. Das heißt, wir kümmern uns mit einem Gigasauger um Mantax. Und, naja, mit einem Doppelkick auf Entoron. Mal schauen, ob wir das damit ein bisschen schwächen können. Ja, so ein bisschen, ne? Nicht gerade viel, aber ein bisschen. Entoron ist doch ein ziemlich cooles Wasser-Pokémon. Auch erste Generation. Entoron ist nicht so geil, aber Entoron ist doch schon ziemlich geil. Kann auch Hydro-Pumpe, glaube ich, lernen. Wäre eventuell sogar besser als unser... Ja, hier, wie heißt es nochmal? Ich weiß es wieder nicht, hab vergessen. Egal. Kampf... Gigasauger war nicht gut. Dann machen wir Spukball auf Entoron und Donnerschock auf Mantax. Vielleicht ist das besser als Gigasauger. Okay, ja. Das hat's geregelt. Mantax ist weg. Dann Entoron ein bisschen noch schwächen. Sollten wir hinkriegen. Ich hoffe, dass nicht allzu viel Schaden kriegt, denn unser Pokémon ist immerhin Level 39, das dürfen wir nicht vergessen. Zubiris. Okay, Zubiris, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auch ein Krypto-Pokémon, okay. Na dann, müssen wir das irgendwie fangen. Schade, dass es hier keine Flottbälle gibt, denn die wären doch ziemlich gut. Aber gibt es hier ja nicht, wie gesagt. Und
Deswegen, schade. Spuckball, wie viel zieht's? Na, das ist auch gut zum Schwächen. Okay, ja. Dann tun wir jetzt Doppelkick und Spuckball nochmal machen. Spuckball und Doppelkick. Ja, machen wir mal so, ne? So, Blitzer, Doppelkick. Ein bisschen geschwächt wieder. Dann der Spuckball noch. Und dann sollte das reichen. Können wir einen Hyperball werfen, denke ich. Okay, aber wir können es theoretisch auch noch einschläfern, wenn wir das wollen. Dann haben wir auf jeden Fall noch größere Chance, das Entoron zu fangen. Das wäre nicht schlecht. Okay, dann mach mal. So, haben wir geschwächt. Dann probieren wir Kryptofessel. Ja, ist mir doch egal. Zubiris, meine Fresse. Muss das jetzt sein? Und jetzt geht die gleiche Attacke noch auf Blitzer. Das ist Schiebung. Also, ganz ehrlich, das kannst du nicht mit uns tun. So, gut. Roselia, Grasflöte auf Entoron. Und du machst einen... Na, nee, das wäre nicht so schlau. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir mal folgendermaßen. Wir probieren einfach mal einen Ball aus. Nicht den Meisterball. Was, wir haben nur 5 Hyperbälle? Oh, das ist nicht gut. Nee, dann probiere ich jetzt keinen Ball aus. Nee, wenn wir nur 5 Stück haben, dann ist das ganz schlecht. Dann würde ich sogar sagen, schwächen wir noch einmal. Also Gasflöte auf jeden Fall auf Entoron. Und dann machen wir noch einen Doppelkick. So, 1, 2. Oha. War das auch noch ein Volltreffer? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Echt eng. Wow. Ja, aber wenn es jetzt eingeschläfert ist, dann zu 100% ist es dann im Ball drin. Da kann sich nichts dran ändern. Das wird drin sein. Ja, jetzt auf jeden Fall. 1000% sogar würde ich da darauf geben. So, gucken wir mal. Ja, Kryptoknall, das wird ein bisschen was ziehen, ja. So, okay. Egal, Roselia steckt das ganz gut weg. Items. So, Hyperball benutzen auf Entoron. So, Kampf, na, Doppelkick dürfte nicht treffen. Trifft wahrscheinlich alles nicht, ne? Ich mach einfach. Ist ja scheißegal. Ich glaube, Ruckzuckkeep dürfte auch keine Wirkung haben, aber ist egal. So, 1, 2 und 3 und drinne. Ja, war aber eigentlich auch klar. Ich meine, es schläft und hat vielleicht noch 3-4 KP oder so, vielleicht noch weniger. Ja, das war klar. Hab ja gesagt. Aber ich wüsste nicht, was ich halt sonst einsetzen soll. Ich könnte Spuckball einsetzen jetzt, ne, zum Schwächen ein bisschen. Das werde ich auch tun. Spuckball. Zubiris. Nee, warte, wir machen das anders. Grasflöte, Zubiris. Kampf. Ja, Biss, weiß ich, ist halt wahrscheinlich sehr effektiv, ne? Oder? Oder? Komm, no risk, no fun. Biss ist nicht so stark, ne? Ja, das war ganz gut. Wenn es jetzt noch eingeschläfert ist, dann könnten wir fast schon einen Ball drauf werfen. Probieren wir es, oder? Die Karten sind auf jeden Fall ganz gut mit einem Hyperball. So, sehr schön. Items, ich hoffe, dass es reingeht. Wir haben, wie gesagt, nicht so viele Bälle. Wir bräuchten auch eigentlich noch mehr. So, hier machen wir Rufen. Und ja, ich muss halt gucken, wie ich die Bälle kaufe oder wo ich die herhole. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Wir haben halt echt viel zu wenig Kohle. Hoffentlich kriegen wir gleich richtig viel. Und ja, ist drinne. Sehr schön. An dieser Stelle perfekt sogar. So, haben wir dich besiegt? Kriegen wir Kohle? Haben wir Kohle schon gekriegt? Der Junge hat's in sich. Gewinnt 720. Dein Ernst? Oh Mann.
Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Denn wir haben echt wenig Kohle. Mist. Das muss ich melden. Na dann, kannst du mir jetzt noch ein bisschen Kohle geben? Dann kannst du das ruhig melden. Das ist mir das egal. Verdammt. Was tun wir jetzt? Naja, egal. Ich guck mal, wie viel Kohle ich hab. Okay. Ja. Wenig. Wenig. Zu wenig. Gut, egal. Dann würde ich sagen, Leute, dann beende ich hier an dieser Stelle die Folge und man sieht sich in der nächsten Folge wieder von Pokémon XD. Bis dahin, ciao! Hier geht's zur Playlist von Pokémon XD, der dunkle Sturm. Außerdem gibt's hier immer die neuesten Videos und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, ciao, euer Falaber.